Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition Enderal. Wir sind hier auf dem Marktplatz der Unterstadt angekommen und ja, gucken mal, was es hier so gibt. Ja, richtig. Verstehe ich nicht. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Wieso kann ich in all deren Häuser rein immer? Ja. Einen Groschen mit ab. Bitte nur. Ja. Ich dachte, das ist ja ein Marktplatz. Einen Obolus. Der Herr wird es euch vergeben. Ah. Weitergehen. Ah. Wie diese zwielichtigen Gestalten immer ganz lustig. Oh, Leichen. Ich habe das Gefühl, die verfolgen mich auch die ganze Zeit. Genau, nee, gut. Verteilt. Jo. Geht weiter. Jo. Nee, dann. Was? Lasst mich. Lasst mich einfach in Frieden. Da. Zorgmann und Söhne, was ist das denn für eine Firma? Aha. Hallo? 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 Ja, du wirst sicher gute Geschäfte machen, wenn du... Wenn du... weiterhin nicht redest mit den Kunden? Das soll sich in der Regel nicht so gut aufs Geschäft auswirken. Ja, aber ich habe die Büste geklaut. Das ist doch immerhin was. Was wollt ihr? Nicht begaffen? Verschwindet. Jo. Verschwindet einfach. Schreitet wohl. Ach, das ist doch auch... Wieso haben die denn alle diese Scheiß-Dialoge? Hm? Zeig mir mal. Sicher da. Die haben nichts. Okay. Schreitet wohl. Was? Ich habe etwas gefunden. Habt ihr das? Na, dann zeigt mal her. Kann ich nicht? Oder ist das ein Questgegenstand vielleicht? Wüste. Null. Ah, wenn es Gewicht null hat, ist schon immer gut. So. Na, wenn das nicht mal ein Anblick ist. Ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Es ist das Leben, Natal. 100 Probünde und keinen Groschen weniger. Ach, hol dich doch, du Pest. Möge dein Weg stets eben sein, Medam. Hä? Hä? Natalia auf den Streit ansprechen. Das mache ich gleich, wenn ich sofort rauskomme. Oh, ein Brief. Haber, sobald wie möglich an der Leichengrube treffen. Keine Waffen, keine dummen Ideen. Mhm. Okay. Gut, dass ich die Bücher nehmen darf. Habe ja bald wieder was zu lesen. Oh, Schriftrollen kann ich auch nehmen. Oh, geil. Vor allem, ne, die haben nichts. Ich nehme den noch mehr. Krankheitstränke brauchen die ja nicht, ne? So. Natalia. Ich muss mit Natalia reden. Natalia! 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 Aber Schlafraum fand ich einen anonymen Brief, der ihm zu einem Treffen in der Leichengrube zitiert. Ich sollte mir das Treffen ansehen. Natalia auf den Streit ansprechen oder Kabas Treffen mit dem Unbekannten beiwohnen. Da ich den Unbekannten immer nur aus
Maske, ne? Nehme ich sie. Hallo. 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 Hä? Gibt 10 rote, wenn wir jetzt was? Hä? Was? Was? Nee, ich bin hier falsch. Der war doch hier der Brief, oder? Nee, hä? Hä, wieso verstehe ich gar nichts mehr? Nee, der Brief ist hier. Aber ich nehme den mal nämlich mal lieber mit. Haben wir nämlich belastendes Beweismaterial. Ich würde gerne mit Natalia reden, ne? Na los, so. Geht weiter! Hallo. 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 Was ist denn? Ich. Dann eben nicht. Wenn ich nicht mit denen reden kann, dann. Tut es mir leid. Dann, ja. Was haben wir hier? Den Hauptbahnhof oder was? Oh, jetzt ist das einzige bisschen dichter, glaube ich. Kaverne zur Kaserne wahrscheinlich, nicht Kaverne, ne? Überall diese zwielichtige Gestalt, ich krieg nur die Krise. Tealoa Arandeal ist zurückgekehrt. Hoffen wir, dass er wie ein Professor weiß, wo seine Machtgebiete sind und wo nicht. Okay, nach Pechgrube gehen. Machen wir das mal, weil hier ist ja nicht viel anscheinend. Rechts ging es nach unten, links war halt nix. Irgendwann muss noch was Gefährliches passieren hier, vermute ich einfach mal. Nein, ich weiß es nicht, wenn jetzt irgendwas Gefährliches passiert, ob es passiert. Weil irgendwie sieht mir dieser Fahrstuhl so gefährlich aus. Was? Schon deutlich wieder interessanter. Hier ist auch ein bisschen, ne? Hier ist ja Arbeitsleben. Arbeitsleben ist mal gut. Geht weiter. Seid ihr so. Kann ich hier nicht runter? Scheinbar nicht. Interessant. Ich probiere das nur die Schlafräume. Okay. Was ist das? Nichts. Eine Truhe. Gibt Geld. Ach, guck mal. Ja, wenn man Geld einfach so liegen lässt, dann ist das weg bei mir. Ich glaube, ich wohne hier den perfekten, also bin der perfekte Mann hier für diese Stadt, glaube ich. Klaue Leute, ich beraube Leute. Nina am Ostkanal. Das ist alles riesig, muss ich einfach mal sagen. Diese ganze Unterstadt ist echt riesig. Alter.
Was? Wer seid ihr? Wieso seid ihr der Erste? Wer seid ihr überhaupt? Straßendieb, ach so. Mit euch habe ich doch schon lange mal was abgeschlossen. So. Na. Unfassbar. Das denkt ihr doch nicht wirklich, oder? Dass der mich besiegen kann. Hier geht es anscheinend in die richtig tiefen Gefilde. Noch einer. Tja. Das Problem ist nur, wenn man ein Straßendieb ist und keinen Kopf hat, ist man kein Straßendieb mehr. Sack mit Mehl. Oh, warte, Mehl ist eine Zutat. Also, klar, ist Mehl eine Zutat, aber ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Weil hier sind einfach, ist einfach echt nur noch das Straßengesindel. Ist das Straßengesindel, nicht der unterwegs. Hier sind echt nur die dunkelsten Ecken der Stadt. Das ist doch mal die Unterstadt der Unterstadt, glaube ich. Moment mal. Ja, hallo? Hallo? Hier stecke ich mein Schwert weg. Ja, komm! Huch, was war das denn für ein Megaschotten? Oh, jetzt fällt mir gerade ein, habe ich irgendeinen Feuerzauber vielleicht? Elementarismus, Flammenbiss. Guck mal. Dann geht das ganze Ding vielleicht in Flammen, nehme ich auf. Und das ist vielleicht ganz gut. Oh, falsches Schwert. Oh, kurz mit euch jacken. Das geht im Kampf mal ganz gut. Wow. Ich trinke den Trank lieber mal. Energetisiert ist jetzt besser als Ingolgan. Was? Nein, Genesungstrank. Hallo. Das war's mit euch. Niemand legt sich mit mir an. So. Mensch, Mensch, Mensch. Oh, ein Stahlgroßschwert. Ist das besser? Hm, ja. Oh, sogar nicht wenig besser. Mensch, Mensch, Mensch. Danke für die Pfeile, mein Lieber. Du brauchst sie schließlich nicht mehr. Tja, ich würde sagen, ich bin der Boss hier in der Mine. Ich und nicht ihr. Auch wenn diese Ketten so komisch leuchten. Oh, da oben. Ah ja. Ja. Vielleicht nehme ich erstmal andere Pfeile, irgendwelche, wo ich weniger von habe. Wo seid ihr? Tja. Und jetzt wird es gefährlich, glaube ich. Hab's. Oh, 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 das sind echt viele. Aber mit sowas habe ich schon mal gekämpft. Erstmal die Einzelgegner. Wenn der Einzelne dich weg ist, dann bringen wir die vielen auch nichts. So. Und ihr jetzt auch. Und da kommt ein Starker.
So. Ich habe noch ein paar Tränke, falls es nicht zieht. So. Der nächste wollte ich immer noch mit mir anlegen. Seid ihr da ganz sicher? Oh ja, ich meine das ernst. Ich meine das noch viel ernster als du. Legt euch nicht mit mir an. Ich sage es nicht nochmal. Aber man will ja nicht hören. Und wer nicht hört, der muss spüren. Oder wie das auch immer geht. So, so Äpfel. Oh, guck mal, da generiert sich das so super. Oh, geht doch. Ich frage mich, ob am Ende von dem Ganzen irgendwie noch ein, ich frage mich, was diese Getränke bringen. Ach, guck mal. Ausdauer. Ob am Ende von dem Ganzen irgendwas Tolles wartet oder gar nichts. Was haben wir hier? Bücher. Der Heilige Orden. Ein Dorf im Aufruhr. Erbricht eines Reisenden. Aber scheinbar bringt mir das tatsächlich gar nichts, weil das hier dann aussieht, als würde ich einfach nur eine Rundreise um das ganze Ding hier gemacht haben. Ja, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Gut, das ist nicht so schlimm. Das ist eigentlich nicht so schlimm. Ich frage mich ja, wenn ich mir Feinde in der Unterstadt mache, ob das auch in der Oberstadt Auswirkungen hat. Wenn ich mir also zum Vorschau, wenn ich hier jetzt alles abschlachten würde, würde das die Oberstadt stören? Eigentlich ja nicht, ne? Weil die wollen dieses Gesinde nicht. So, und? Schade um ihn. Er war ein guter Mann. Oh, ziemlich gestalten alles. Pipapo. Ja schon hoch. Aber es ist echt schick hier mit der Mine und so gemacht. Muss man es also wagen. Auch mit dem Fahrstuhl und so. Noch kann ich springen, noch kann ich. Oh, oh, oh mein Gott! Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich da zur Seite rausgedrückt werde. Wobei das mit dem Fahrstuhl noch ein bisschen buggy ist natürlich. Das ist also. Sich vermutlich an der Engine, aber ist nicht so ganz zitterfrei. Und sowas, der Hater ist auch getan, wenn man ein Loch reingemacht hat. Das ist ein Meckern auf hohem. Alles klar, Digga. Gut. Ja, ich sag da nichts zu, ne? Kein Kommentar. Wie gesagt, auf jeden Fall die Fahrschule im Fallout 4 funktioniert da deutlich, deutlich besser. Weil ich die Idee mit dem Fahrstuhl im Fallout 4 eh mega gut fand. Also es ist besser als einfach so ein Ladebildschirm. Pause. Wie gesagt, da hier ist ja nichts. Okay, gut. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Großteil dieser Stadt auch einfach nur ein ja nichts ist, quasi. Ach so, das ist Licht von der Sonne. Ah, gut. Auf den Marktplatz. Ich versuche es noch einmal die anzusprechen, das Mädchen, aber ich vermute einfach mal, ich habe keine Gesprächsoption bei der. Ja, habe ich nicht. Kann ich nichts mit der machen. Dann in der nächsten Folge zu dem
Geister, Grusel, Friedhof und bis dann und tschüss.